In der ersten Folge der DSF Pokerschule möchten wir Ihnen zunächst mal die Basics, also das Grundwissen, näher bringen. Außerdem erklären wir den Unterschied zwischen Limit und der beliebtesten Pokervariante No Limit, Texas Hold'em. Herzlich willkommen zur neuen DSF Pokerschule. Wenn Sie Pokerfan geworden sind, dann geht's Ihnen wie vielen anderen Menschen auf dieser Welt, denn Poker boomt. Das Kultspiel hat ein riesiges Comeback gefeiert. Nur das Problem ist, man sieht immer, wie viele Leute beim Pokern so erfolgreich spielen, aber man selber hat immer wieder Probleme. Man kommt irgendwie nicht weiter mit seinem Spiel. Hauptproblem: Poker ist nämlich kein Glücksspiel. Deswegen gibt es bei uns eine Pokerschule, um Ihnen als Anfänger oder vielleicht auch als Fortgeschrittenen so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, dass es am Pokertisch demnächst besser klappt. Schule braucht Lehrer. Das ist unser Lehrer. Und der braucht kein Bewerbungsschreiben. Oder er hat eins, nämlich um sein Handgelenk rum, das Armband von der World Series of Poker, das, was es zu gewinnen gilt als Pokerspieler, wenn man in den Olymp möchte. Eddie Scharf ist bei uns. Herzlich willkommen. Zweimal das Armband gewonnen in Las Vegas. Aber wie hat alles angefangen? Wie hast du Pokern gelernt? Nun, wir haben zu Hause immer gespielt. Andere Leute haben Sonntag Kaffee und Kuchen ausgeteilt. Wir haben die Chips verteilt. Grüne Fürze wurde ausgelegt und man hat versucht, die Verwandtschaft über den Tisch zu ziehen. Ja, das hat wahrscheinlich dann ziemlich gut funktioniert auf Dauer. Ja, und wir haben natürlich auch ein paar Schüler. Wir haben vier Spieler eingeladen und die wollen heute und in den nächsten Wochen mit uns Pokern spielen, Fehler begehen, aus Fehlern lernen, besser werden natürlich. Das ist das Hauptziel. Und dass Sie zu Hause sehen, was man eher nicht machen sollte am Tisch. Erst einmal alle herzlich willkommen. Das sind nicht alles blutige Anfänger, sondern auch leicht Fortgeschrittene. Wir brauchen aber einen, der das alles hier im Griff hat. Das ist Thomas, ein professioneller Dealer, ein Geber, kann man natürlich auch sagen, im Casino. Und in unserer ersten Position, das ist Christian. Herzlich willkommen. Spielt schon seit ein paar Monaten. Natürlich ist es immer von besonderem Interesse, wenn Frauen am Tisch sind. Das kennen Sie von unseren Formaten. Da wird ganz anders gepokert. Die Lena ist mit dabei. Dann haben wir Ungi. Ungi spielt seit etwas über einem Jahr. Und noch eine zweite Dame am Tisch. 2 Jahre schon beim Pokern dabei. Das ist Susanne. Ja, es geht natürlich um Texas Hold'em. Das ist die Variante, die alle spielen auf der Welt. 95% aller Pokerspiele bestehen aus Texas Hold'em. Sie haben früher vielleicht so gespielt mit 5 Karten. Dann konnte man immer welche rausnehmen und neue ziehen. Das ist aber out, sag ich mal. Das ist wirklich ein reines Glücksspiel, dieses Draw-Poker. Wir spielen Texas Hold'em und dazu brauchen wir das Ranking. Was sind die guten Karten, was sind die schlechten Karten? Die 5 besten Karten werden gewertet. Und wenn keiner irgendwas hat, dann muss die höchste Karte zählen. Bei den 5 Karten ist das das Ass. Man sagt auch dann Ass hoch oder Ace high. Englisch ist nun mal sehr verbreitet beim Pokern. Besser ist schon, wenn Sie ein Pärchen haben. Das zum Beispiel hier mit 2 Buben. Schon mal nicht schlecht. Besser als ein Pärchen. Klar, wie im richtigen Leben. 2 Pärchen. Das wären in diesem Fall die beiden Könige und die beiden Dreier. Die 5. Karte oder das Auffüllen zur 5. Karte haben wir jetzt mal weggelassen. Besser als 2 Pärchen ist der Drilling. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Zum Beispiel 3 Sechser. Dann gibt es die Straße oder auch Straight genannt. Das sind 5 hintereinander, egal von welcher Farbe. 7, 8, 9, 10 Bube ist ein Beispiel. Viele fragen immer, und die Straße über das Ass geht das auch? Also Dame, König, Ass, 2, 3. Das geht nicht. Man kann nur mit der Straße enden oder anfangen mit dem Ass. Ass, 2, 3, 4, 5 wäre ein Beispiel. Besser als die Straight, 5-mal die gleiche Farbe. Flush. So wie hier, 5-mal Pik. Schöne Sache, richtig starke Hand. Aber noch besser als der Flush, das ist Full House. Drillinge und Zwillinge, auch das wie im richtigen Leben, da ist die Bude voll. Können Sie sich gut merken, Full House. Und besser als ein Full House, der Vierling. 4 von der gleichen Sorte, hier 4 Vierer. Und dann gibt es noch die beiden Hände, die absolut super sind. Ein Straight Flush ist eine Straight, aber alle Karten haben die gleiche Farbe. So wie hier 5, 6, 7, 8, 9 von Karo. Und dann das, was alle kennen beim Pokern, das ist natürlich der Royal Flush. Brauchen Sie gar nicht drauf zu hoffen, den kriegen Sie vielleicht 2-mal in Ihrem Leben. 10 Bube, Dame, König, Ass von einer Farbe. Wenn Sie den haben, dann geht die Pumpe ein bisschen höher, aber bloß nichts anmerken lassen. So, das war das Ranking. Wir spielen, Eddie, hier in der Pokerschule Texas Hold'em No Limit. Das ist, wenn die Spieler Chips haben und können zu jeder Zeit alle ihre Chips setzen. Es gibt aber auch, und damit wird man als Anfänger oft konfrontiert, Limit Texas Hold'em. Ja, das ist richtig. Was ist da der große Unterschied? Und beim Limit hat man halt begrenzte Einsätze, nicht nur begrenzt. Sie sind also genauestens vorgegeben. Es gibt 2 Sets oder 2 Setsgrößen, 4 Setsrunden. Die ersten 2 Runden mit dem kleinen,
die nächsten zwei Runden mit dem größeren Limit. Die sind also genau vorgeschrieben, um wie viel man setzen darf und wie viel man erhöhen darf. Also im Grunde limitierte Einsätze nach oben an jeden Anfänger. Den Tipp, wenn Sie mal zu Hause ein bisschen spielen, ganz kleine Einsätze so zum Einstieg, 2 Cent, 4 Cent, das reicht völlig. Wir spielen aber hier mit Chips und da kann man eben zu jeder Zeit alle Chips setzen. No Limit Texas Hold'em. Wie das genau funktioniert, was man am Anfang beachten muss, was sind überhaupt Blinds, was sind Chips, warum geht man All-In? Das gibt's gleich. Gleich geht's weiter mit der DSF Pokerschule. In der Zwischenzeit machen Sie doch mit bei unserem Handygame-Gewinnspiel. Senden Sie dafür einfach eine SMS mit dem Kennwort Poker an die 82822 und gewinnen Sie Midnight Hold'em Poker. Spielen Sie gegen die weltbesten Pokerasse. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Das Ranking haben wir gerade gelernt. Jetzt geht es aber darum, wie spielt man überhaupt Texas Hold'em? Was muss man am Anfang beachten? Also ganz einfach. Ein Spieler ist immer der Dealer. Der hat vor sich den Dealer-Button liegen. Auch wenn es zum Beispiel einen richtigen Geber gibt, wie hier den Thomas. Einer muss immer der nominelle Geber sein und da liegt der Dealer-Button. Das ist die Kennzeichnung und man nennt dann auch diesen Spieler, er ist on the button. Also eben der an dem Dealer-Button sitzt. Links vom Dealer-Button sitzt der Spieler, in diesem Fall die Lena, die den Small Blind setzen muss. Das ist der kleine Eröffnungseinsatz, in diesem Fall 5. Und links vom Small Blind sitzt der Big Blind. Er muss den großen Eröffnungseinsatz setzen. Das sind Zwangseinsätze. Die muss man setzen. Geht nicht anders. Und bei No-Limit-Turnieren ist es so, dass die Blinds im Laufe des Turniers immer weiter ansteigen. Das heißt, die Grundeinsätze, um die erstmal gespielt wird, werden im Laufe der Zeit eben immer höher. Und dann kommt die Position am Tisch. Besonders wichtig, denn die unterschiedlichen Positionen haben auch gewisse Bedeutungen für den Verlauf des Spiels. Links vom Big Blind, also die Susanne, ist die Spielerin, die sitzt in der sogenannten ersten Position. Eddie, was haben so Positionen am Tisch für eine Bedeutung? Was hat zum Beispiel Susanne für einen Vor- oder für einen Nachteil? Nun, sie ist die erste Spielerin, die sich erklären muss. Sie muss sagen, spiele ich mit, werfe ich meine Hand weg oder ist meine Hand so stark, dass ich erhöhen kann? Die anderen gucken erstmal zu und haben den Vorteil, dass sie diese Erklärung abwarten können und daraus können sie Informationen sammeln. Ja, man nimmt zum Beispiel den Spieler on the button. Man stelle sich vor, wir haben jetzt nicht nur 4, sondern 10 Leute. Und dann hat der Spieler, der als letzter vor den Blinds sitzt, eben der Christian, einen Informationsvorsprung. Er hat ja gesehen, so und so viele Leute sind mitgegangen, haben vielleicht sogar erhöht oder haben weggeschmissen. Und insofern sagt man, dass das die beste Position ist beim Pokern. Denn nach dem Flop ist auch er der Letzte, der gefragt wird. Flop, das sind die drei Gemeinschaftskarten, die man bekommt, wenn man am Anfang die Holdcards sich anschauen kann. 2 Karten für jeden Spieler. Das sind die Karten, die gehören jedem Spieler ganz alleine. Und die sollte man natürlich auch nur ganz vorsichtig sich anschauen. Das ist immer diese ganz coole Bewegung, bloß nicht zu offensichtlich. Dann geht es beim Spieler in erster Position los mit dem Setzen. Und für den Fall, dass noch welche dabei sind, die Susanne setzt jetzt zum Beispiel, sie muss jetzt der Spieler am Dealer-Button sich entscheiden, er geht raus. Wenn der Small Blind mitspielen will, muss mindestens aufgefüllt werden zu dem, was die Susanne gesetzt hat. Das passiert nicht. Check. Der Zwangseinsatz, der Small Blind ist weg. Der Big Blind hat nicht weiter erhöht, also wird gecheckt. Jetzt kommt der Flop und das sind die drei Gemeinschaftskarten, die sich jetzt jeder von den beiden zu den Startkarten, die man auf der Hand hält, dazurechnen kann. Und dann wird wieder gesetzt. Es kommt dann die Turn-Karte als 4. Gemeinschaftskarte. Wir kürzen das ein bisschen ab, weil wir so viel Zeit nicht haben, die ganze Runde zu spielen. Das kommt gleich. Auch die Turn-Karte ist eine Gemeinschaftskarte, genauso wie die River-Karte, die 5. Gemeinschaftskarte. Es wird noch einmal gesetzt und für den Fall, dass noch beide Spieler mit dabei sind, käme es dann zum Showdown. Man muss die Karten zeigen und die 5 Besten würden gewinnen, je nach dem Ranking, was wir ihnen vorher gezeigt haben. Das ist eigentlich alles. Texas Hold'em ist super leicht zu lernen. Aber man braucht, wie viele sagen, ein Leben lang, um es richtig gut zu spielen. Also dann spielen wir eine Runde. No Limit Texas Hold'em. Eddie, die Sache mit No Limit hat natürlich doch eine Begrenzung. Also alles setzen, was man auf dem Konto hat, geht natürlich auch nicht. Das ist richtig. Hier kommt es nicht darauf an, was einer auf dem Konto hat, sondern was er vor sich liegen hat. Der viel Chips hat, ist reich. Der wenig Chips hat, ist arm. Also der kann nur das setzen, was er natürlich hat. Und der wenig Chips hat, der kann auch nur das verlieren. Noch eine andere Sache, die Setzrunde ist immer dann zu Ende, wenn alle den gleichen Betrag gesetzt haben. Weil ich werde oft gefragt, wie oft kann ich jetzt erhöhen? Wenn alle gleich gezogen haben, dann kommt dann die nächste Karte. Wir haben viel erklärt, das Ranking, die Blinds, wie gesetzt wird, Flop, Turn, River.
Ich denke, wir sollten eine Runde spielen. Dazu werden wir beide uns in so ein kleines Kabäuschen hier zurückziehen, werden das ein bisschen beobachten, damit auch die Spieler uns nicht hören können, wenn wir schon mal während des Spiels analysieren, um dann am Ende zum Tisch zurückzukommen und den Spielern zu sagen, was gut war, was schlecht war, was man verbessern kann. Also, auf geht's. Thomas gibt die Karten und wir spielen Poker. Es ist ein bisschen anders als in der richtigen Schule. Die Lehrer ziehen sich also etwas zurück und beobachten die Schüler, um dann am Ende zu analysieren, Fehler festzustellen oder natürlich auch Lob zu verteilen. Das ist natürlich auch ganz klar, wenn die Spieler gut spielen. Also, wir schauen mal, wie es losgeht bei den Texas Hold'em. No Limit ist ja heute unser Schwerpunkt. Also erst einmal sich daran zu gewöhnen, dass man alle Chips setzen kann. Thomas mischt so ein bisschen so wie Tante Erna.